Ich bin doch bescheuert eigentlich, ne? Ich muss mal... Ach nee, Karotten habe ich ja hier. Wir bauen ja nur eine Luke, glaube ich. Überhaupt mal, was braucht man überhaupt für eine Falltür? Ja, jetzt haben wir zwei Falltüren schon mal. Was tue ich mal raus? Die Fackeln brauche ich gerade nicht wirklich. So, die würde dann so... Was war das denn jetzt? Ach so. So wollte ich die eigentlich nicht anlegen. Kann ich den nicht so machen, dass die... Kann ich das nicht so machen, dass die... Wie soll ich sagen? Ich meine mal angenommen, ich würde jetzt, angenommen, ich würde die Falte öffnen, ne? Hallo, wieso kann ich die nicht aufmachen? So. Und würde jetzt Leitern dahin bauen. Komme ich da, kann ich das anvisieren? Kann ich sogar. Ja gut. So. So, ein bisschen weiter runter noch. Ist es dann möglich? Ne, wenn ich die Leitern jetzt hingebaut... Ach komm. Wenn ich die Leitern jetzt da hingebaut habe, das ist ein bisschen schwierig. So. Die Falltür wird zugemacht. Ja. Gut, das war jetzt ein bisschen ungünstig. Ach komm. So. Ach, jetzt komme ich da gar nicht hin. Ja, ist das dein Ernst? Ich brauche... Kann ich die nicht so herstellen? Kann ich die nicht allein... Ach, natürlich brauche ich da... Das wird nicht besser heute. So. So, ist es dann möglich, wenn ich jetzt die Falltür aufmache? Nee, dann komme ich nämlich hier gar nicht raus. Springen geht nicht. Mir fehlt ein Block. Da müsste ich theoretisch hier eine Leiter hinmachen. Ach, das geht natürlich auch nicht wegen der Falltür. Oh, kann nicht mal was funktionieren? Ja, toll, lustig. Ach, bau den Scheiß weg. Das ist jetzt doof. Ich wollte jetzt so coolen mit Falltüren und so weiter. Hm, ja, okay. Und was ist, wenn ich jetzt einfach mal sagen würde, ich baue jetzt... Einfach so random ein... So? Nein. Sieht jetzt erstmal scheiße aus, aber wenn man jetzt dann hier die Falltür machen würde... So. So. Was passiert, wenn ich das jetzt wieder wegbaue? Ah. Gut, hat sich das erledigt. Weiße, habe ich gar nicht mehr. So, jetzt habe ich wieder was. Das heißt, das müsste so sein. Das ist doch kacke. Aber es würde funktionieren, denke ich mal. Wenn ich jetzt, ich muss jetzt mal die Leiter wieder... Das machen wir auf. Dann haben wir nämlich hier noch eine Leiter. Und dann können wir hier nämlich ganz bequem nach unten. In die Schmiede. Man sollte vielleicht darauf achten. Ich weiß nicht, Viecher werden da mit Sicherheit reinkommen. Nein, das geht gar nicht. Man kommt dann überhaupt nicht mehr raus. Das ist scheiße. Ach, aber einfach so ein Loch da drin. Ja, gut. Ich meine, wenn es nicht anders geht. Ja, gut, dann geht es halt nicht anders. Nein, falsches Holz. So, das müsste eigentlich reichen. Jetzt haben wir genau 64. Das sollte reichen, um das hier zuzubauen. So. In der Richtung ebenfalls. Obwohl das ja nur zum Teil so. Weil
Wir brauchen ja noch Platz, damit wir auch den Geheimgang oder den geheimen... die Geheimleiter benutzen können. Gut, es ist vielleicht nicht das Geilste, aber mein Gott. Bin ich Chuck Norris? Nein. Sonst würde ich das Spiel umprogrammieren auf Konsole. So. Das hauen wir noch weg. So, mehr darf gar nicht, ne? Ich weiß gar nicht, ob er die Schmiede... Nein, ich weiß gar nicht, ob ich die Schmiede in Holz lassen soll. Ich baue mal hier ein bisschen weg. Tja. Ja, so wirklich Holz... Das Problem ist in der Schmiede. Ach, Mann. Jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen. Wir könnten theoretisch das hier Holz lassen. Warum, weiß ich nicht. Weil den Rest würde ich eigentlich gern so in Stein lassen. Oder vielleicht mache ich das alles mit Pflasterstein, aber ganz ehrlich, das... Ja... Ja, oder wir bauen wirklich alles in Holz um. Ich weiß es nicht. Wir können ja mal gucken, wie es aussieht. Man kann es ja umändern. Das ist ja das Schöne an Minecraft. Man kann alles wieder umbauen, wenn es einem nicht gefällt. Dürft ihr auch sagen, ne? Also ich baue ja einfach nur... Wenn euch irgendwas nicht gefällt oder ich anders bauen soll, dann könnt ihr mir das gerne in die Kommentare schreiben. Das ist kein Problem. Das heißt nicht, dass ich alles mache. Es kommt immer auf den Vorschlag an. Oder auf die Idee. So, ja, ist eigentlich... Mir gefällt das mit dem... Ich weiß nicht, das gefällt mir noch nicht so ganz. Das Problem ist, ich weiß nicht, wie weit geht der Fels denn rein? Ich baue mich jetzt mal ein bisschen, weil dann würde ich das eventuell... Oh. Gut. Eieiei. Also weiter können wir eigentlich nicht mehr bauen. Aber mir kommt gerade so eine Idee, dass man das so nochmal als zusätzlichen Hinterausgang benutzen könnte. Baue ich jetzt aber... Nee, ich baue irgendwann baue ich mal eine Tür dahin, aber jetzt erstmal lasse ich das mit Erde. Ja, mal gucken. Ich würde auch eventuell gerne so Geheimgänge bauen, aber da weiß ich nicht. Boah, bis ich das so hinkriege, wie ich mir das wünsche, ey, da... Okay. Na, das ist natürlich auch doof. Nee, ich glaube, das mache ich, da mache ich normale Steine dahin, die ich nicht besitze. Weil sonst sieht das kacke aus, wenn du da Holz und da Stein hast. Nee, ich muss dir einbraten. Ich brate mal ein bisschen mehr. So, weil dann können wir nämlich... Boah, das ist echt ein bisschen... Ich muss mir da erstmal Gedanken... Wenn ich jetzt gleich eine Aufnahmepause mache, dann schaue ich mir das nochmal in Ruhe an und überlege erstmal, wie und warum und was man da bauen könnte. Das ist nämlich nicht so ganz einfach. Wir brauchen in der Schmiede, wir brauchen etwas, wo wir Sachen einschmelzen bzw. wegschmeißen können. Sprich ein Lavapool oder sowas. Soll ja auch nach einer Schmiede aussehen, deswegen mache ich so ein Lavabecken. Dann brauchen wir Lagerkisten, wo wir Waffen, Rüstungen, Erze und so weiter einlagern können. Kohle sowieso. Dann brauchen wir Platz für die ganzen Öfen. Damit wir die Sachen auch einschmelzen können. Eine Werkbank, gut, die kriegt man irgendwo schon unter.
Das Problem ist, ich weiß nicht, wie... Also hier geht's begrenzt nur weiter. Das ist ein kleines Problem. Ich glaube, hier kann man bestimmt noch... Gut. Okay. Boah, das ist doof. Ich bin ja gerüstet. Mit Schwert. Jetzt gerade war auch noch diese spannende Musik hier. Oh, das Feld ist schon fast nachgewachsen. Gut. Man könnte theoretisch, wenn ich jetzt ein paar Pflastersteine einschmelze, dann könnte ich das hier ein bisschen zubauen. Also ab hier so. Sieht zwar ein bisschen kastig dann aus, aber dann könnte man hier noch ein bisschen tiefer reinbauen. Dann mache ich hier nämlich hier Holzwände. Und jetzt müssen wir noch herausfinden, wie tief... Safety first. Jetzt muss ich noch gucken, wie weit wir hier reinbauen können. Hier müsste es ein bisschen weiter gehen. Okay, also hier haben wir noch ein bisschen Platz. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall noch weiter bauen. Das lasse ich mal offen für einen Geheimgang. Aus Prinzip. Ja gut, hier würde ich vielleicht nur... Ja, vielleicht nur eins, das ich damit Holz ersetzen kann. Da muss ich mal gucken. Jetzt muss ich erstmal warten, bis die ganzen Pflastersteine hier... Weil ich baue das hier vorher zu, sonst... da muss man erst... Mal gucken. 18 Stück. Damit kann ich erstmal arbeiten. So. So, die Falltüren, die brauche ich ja nicht mehr. Ja, wie baue ich da? Ich glaube, von hier aus. Von hier aus werde ich das hier zubauen. Beziehungsweise, ich kann da dann sagen, also hier ist ja der Eingang, ne? Das heißt, das kommt eigentlich schon weg. Das ebenfalls, weil das ein Deckenstück ist. Das muss auch eigentlich noch raus. So, und dann könnte man nämlich hier das Holz. Dann ziehe ich hier nämlich die Holzwand. So. Dann stelle ich hier nämlich die Lagerkisten hin. Weil hier ist dann so eine schöne Nische. Und hier tue ich dann ein paar Lagerkisten. Also hier 1, 2... Eins, okay. Eins, zwei, eins, zwei. Eins, zwei, dann würden wir drei Kisten hinbekommen, ja gut. Besser als nichts. Ach so, nee, ein bisschen... Stimmt, ein bisschen weiter könnten wir eigentlich doch noch bauen. Dann ziehe ich, ein paar hole ich mir noch. Wo Ofen? Ach komm, auf die drei Stück warte ich jetzt noch. Ich schmelze mal ein paar mehr ein. So, 14 Stück. Haben wir wieder die magische Zahl. So, hier muss die Wand entlang gehen. Nicht hier. So, das hätte ich vielleicht ein bisschen geiler machen können, aber okay. So. Ach, das war schon wieder. Egal, wir wissen, wo das hinführen soll. So, das heißt, bis dahin haben wir Platz. Ich überlege, ob wir... Obwohl, die Höhe, die Deckenhöhe passt mir eigentlich so.
Ich glaube, da mache ich das aus Holz oder Stein. Das muss ich mir noch überlegen. Ach. So. Also hier kommt überall Holz hin, auf jeden Fall. Ne, ich bin Schwachmat. Da hinten. Ja, ist ja gut. Ich warte auf die Cobblestones und dann baue ich das einfach nochmal neu. Es geht nur ums Ausprobieren, es geht nur ums Gucken, wie das Ganze aussehen könnte, um zu zeigen, was ich meine, wie ich das haben möchte. Weil ich habe ja kein, ich habe hier keine Blaupausen neben mir liegen, wie ich irgendwas bauen will, das mache ich spontan. Ich gucke mir das an, überlege, wie man das am besten bauen könnte und dann mache ich das so. Ja. Ich weiß nur, das kann noch ein bisschen dauern. Das kann überall ein bisschen dauern. Na schön. Wie viele? Ach komm. So, ich splitte das mal, dann geht's schneller. Ach, erstmal im Pool entspannen. Mann, 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 Mann. Das ist schon anstrengend, ne? So ein... Ich guck mal, vielleicht sind hier wagemutige Monster unterwegs, die am Tage sogar noch ein bisschen Ärger machen wollen. Und ich guck mich mal überhaupt mal um, ob überhaupt noch Dorfbewohner lebendig sind. Beim letzten Mal gab es ja, glaube ich, nur so zwei Leutchen, die wir gefunden haben. Und durch die ständigen Monsterangriffe sind bestimmt noch die letzten beiden bestimmt auch noch mit draufgegangen. Nee, da ist sogar noch einer. Du bewegst dich jetzt mal nicht von der Stelle, mein Freund. Der will nämlich Weizen... Boah. Der will nämlich Weizen haben. Ah, hier geht gar nicht, okay. Das ist merkwürdig, das habe ich das erste Mal... Ich wusste gar nicht, dass es auf der PS... auf der Konsolenversion, dass das überhaupt so existieren kann. Ich hielt das immer für so ein... Für ein PC-Problem. Ja, ihr merkt schon, ne? Ich verspreche mich häufiger. Weil die Aufnahme jetzt schon seit knapp 1 Stunde 40 läuft. Und genau bei 1 Stunde 40 mache ich nämlich Pause. Sind jetzt noch 2 Minütchen, dann... Mache ich tatsächlich mal eine Pause. Um mein Sprachwerk wieder ein bisschen aufzuladen. So, das Weizen kommt eigentlich ganz gut voran. Ich warte aber noch. Aber das sieht schon geil aus, wenn du so ein Feld hast, ne? Das ist schon... Da kannst du sagen... Hey... Ich habe Weizen. Und das sogar sehr viel. Jetzt bist du beeindruckt, ne? So, wir haben Kühe. Die könnten wir theoretisch eigentlich abschlachten. Wir brauchen ja die Gegenstandsbilderrahmen. Oh, komm schon. Hä? Okay. Ich bin... Da hinten ist noch die olle Kuh. Wenn die wüsste, was jetzt passiert. So, weglaufen hat eh keinen Sinn. Zwei Leder. Zwei. Wir brauchen dringend mehr Leder. Beziehungsweise wir brauchen mehr Kühe und dafür brauchen wir mehr Weizen. Und dafür brauchen wir erstmal eine Scheune. Ach, das ist alles so viel. Naja. Was wollte ich sagen? Ich werde jetzt mal eine Aufnahmepause machen. Am besten ein schöner Blick auf das Feld, was wir jetzt fertiggestellt haben. Zumindest das Weizenfeld. Sieht schon geil aus, ne? Hier, das... Oh, guck mal, das Kakao. Der ganze Kakao hier, die ganze Plantage, das sieht total cool aus.
macht was her. So. Ich verabschiede mich. Wenn ihr jetzt noch Zeit habt, gerne in die Videobeschreibung gucken. Da befinden sich Links zu meiner Facebook-Seite, wo ich hin und wieder mal was poste. Nicht nur die Folgen, die, wenn sie erscheinen, ne, pünktlich, dann poste ich die Folgen auch auf Facebook. Auf Twitter sowieso. Twitter ist auch in der Videobeschreibung verlinkt. Nee, wenn, ist es halt, auf Facebook gebe ich halt vieles manchmal Bescheid, wenn ich irgendwie spontan Livestreams mache, wobei sich die Thematik ja sowieso schon erledigt hat. Oder wenn mal irgendwie spontane Fragen anstehen. Beispielsweise, wieso fehlt eigentlich Weizen da hinten? Beispielsweise, weiß ich nicht. Soll ich in einer Let's Play Folge mal furzen, sagt mir das mal. Oder irgendwie sowas. Und, dass ihr da nichts verpasst, gerne auf die Facebook-Seite gehen. Wie gesagt, die Links alle in der Videobeschreibung. Ansonsten bleibt noch zu sagen, ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Und wieso ich hier wieder rumlaufe, weiß ich nicht. Ich wollte konsequent stehen bleiben und mache es nicht. Wünsche euch noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid oder auch in einem anderen Let's Play. Momentan gibt es ja eine Menge Auswahl. So. Tschüss, Leute. Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zum Flachwitz des Tages. Präsentiert von dem Typen der Salopost. Vielen lieben Dank, Leute. Ich habe mal eine Frage an euch. Wie erschießt man einen blauen Elefanten? Keine Ahnung. Mit dem blauen Gewehr. Wie erschießt man einen roten Elefanten? Keine Ahnung. Nun, man wirkt ihn so lange, bis er blau anläuft und erschießt ihn dann mit dem blauen Gewehr. Weiß einer, wie man einen grünen Elefanten erschießt? Keine Ahnung. Man erzählt ihm einen richtig üblen Witz, sodass er rot anläuft, würgt ihn dann, bis er blau anläuft und erschießt ihn dann mit dem blauen Gewehr. Nun, wie erschießt man einen gelben Elefanten? Keine Ahnung. Alter, hast du jemals einen gelben Elefanten gesehen?